Es wäre so schön, wenn hier einfach der Remix vom Baby Bowser Theme aus Yoshi's Island kommen würde. Aber es tut's, glaube ich, nicht. Ich wollte gerade sagen, wer tut's nicht? Wo ist Kamek? Warum ist er nicht hier? Junger Herr Bowser, ich bin hier. Keine Sorge, kein Grund zum Schreien. Du bist zu spät dran, viel zu spät. Was hast du gemacht? Gib mir die Wolle. Ich will mit dieser Wolle ein großes Schloss bauen, für mich ganz allein. Hä, wer seid ihr denn? Die Wolle gehört mir, wiederholen ist gestohlen. Junge Herr Bowser, lasst mich euch helfen. Erstmal gucken, was er überhaupt macht. Nö, Feuer. Der kam schneller, als ich dachte. Nicht einfach. Ja, genau das. Mitte? Nein! Also von allen, ich finde es nicht schlimm, weil wir das Level sowieso nochmal machen müssen, aber von allen Sachen, die dich hätte treffen können, springst du einfach in ihn rein. Ich ging davon aus, dass er einen langen Sprung macht, so wie kurz davor. Aber er hat einfach einen kurzen Sprung gemacht. Fand ich jetzt schon ein bisschen lustig. Fühlte mich verarscht. Das ist okay. Aber er macht zumindest ein bisschen was her. Kann die eigentlich wissen? Weil, wo kriegt man hier sonst Wolle her? Genau das habe ich nämlich gerade erwartet und dann hat er einfach einen normalen Sprung nur gemacht. So. Und schon mal Phase 1. Mhm. Das geht. Seid ihr wohl auf? Ihr Yoshis, wie konntet ihr nur? Moment, mir kommt eine Idee. Mit der Macht dieser Wolle könnte ich... Oh, das ist perfekt! Nanu, was passiert denn jetzt? Ich habe irgendwie das Gefühl, der wird jetzt sehr, sehr groß. Jetzt bin ich sauer. Problem ist, wir müssen nur versuchen, so ein bisschen zusammen zu bleiben. Ja. Aua. Kann ich irgendwas davon nomsen? Doch, da, guck mal. Kann man nomsen, die großen Wolldinger. Wahrscheinlich musst du dann seine Riesenwolle da abschießen. No. Denke ich mal. Achtung! Oh! Gar nicht hingeguckt. Ich hab uns einfach mal hier reingeschleudert. Ich sehe teilweise gar nicht, wo ich bin. Das ist ein bisschen schwierig, dass wir so zusammenbleiben müssen. Da muss ich jetzt schon seine Wolle? Ja, ja. Einfach abschießen. Ah. So. Hier kommt die Lava. Oh, nice. Solange die jetzt nicht im Hyperspeed um ihn herumfliegt. Geh mal kurz hier hin. Mhm. Schieß mal. Ah, ach irgendwie. Nee, ich war gerade im Sterben, als du da reingegangen bist. Ja, passiert. Hast du gut getroffen? Ach, irgendwo hingeschossen. Ah, da hinten kann ich wieder eins nehmen. Weil ich habe gerade keine Wolle und... Wir müssen eh ein bisschen weiter nach links, um ihn zu treffen. Ach so. Ja. Ja.
Huch. Ich habe uns mal wieder ein bisschen rüber geportet. Ja. Das eine Ding dann noch. Wenn ich mal treffen würde. Ich glaube, der wollte dich schlagen. Ich glaub's auch. Hit it! Das ist mit dem Zielen ein bisschen schwierig. Mach was anders. Weil ich glaube, wir müssen einfach hinter ihm. You hit it! Irgendwer hat ihn getroffen. Giga Dynamax Bowser. Ja. Die Wolle löst sich von Baby Bowser und verstreut sich in alle Richtungen. Plötzlich vereinen sich die losen Fäden und die Yoshis sind zurück. Wie könnt ihr dem jungen Herrn so etwas antun? Dafür werdet ihr irgendwann noch bezahlen. 3,50 Wolf. Und so kehren die Yoshis zurück auf ihre endlich wieder friedliche Insel. Hoffentlich denkt Baby Bowser darüber nach, was er angestellt hat. Ja, nee, ist klar. Schnuffel! Er hat Baby Bowser gekillt. Ja, ne? Gut, wir müssen, wie gesagt, in das Level gleich nochmal rein für das eine Stück Wolle und auch um eben mit vollen Herzen da durchzukommen. Ja. Jetzt wieder den Scheiger killen. Wir müssen halt diesen Säulen runter von seinem Mond. Aber an sich sind wir jetzt zumindest einmal durch. Wie gesagt, wir müssen das finale Level auf jeden Fall mindestens noch einmal machen. Mhm. Und es gibt noch ein Bonus-Level dann. Mhm. Wie in jeder Welt. Aber an sich, die Story ist schon mal durch. Ich meine, die steht natürlich nicht im Vordergrund in dem Spiel. Es ist ganz süß, dass wir unsere Freunde halt retten. Mehr braucht man aber auch, finde ich, in so einem Mario oder Yoshi oder Toad oder Kirby-Spiel einfach nicht. Oder Donkey Kong. Das ist halt alles so. Und so eine kleine Geschichte. Entweder geht es um Freunde oder um Essen. Oder man isst seine Freunde. Kirby und die Waddle Dees? So. Nein, nur der eine ist ein Freund. Der Rest sind Feinde. Ja, aber wie vorhin schon mal gesagt, ich mag das Spiel echt gerne. Ich finde das, also ich mag diese Thematik mit der Wolle total gerne. Ich glaube sogar, ich mag Crafted World von der Thematik her ein bisschen lieber, weil es da nicht nur Wolle ist, sondern einfach allgemein Bastelutensilien, wo ich halt mehr mit anfangen kann. Aber ich finde das total süß gemacht. Und ich finde, das ist ein Wii U-Spiel. Aber wenn mir jemand sagen würde, das ist so auf der Switch, würde ich das auch glauben. Für was ist Crafted? Switch oder auch Wii U? Switch. Ah, okay. Also ich finde, es sieht immer noch echt gut aus, wie gesagt, und macht auf jeden Fall auch Spaß. Wenn du aber wirklich 100% machen willst, ist es schon, wie vorhin gesagt, ein bisschen, was habe ich für ein Wort benutzt? Gottlos. Ich glaube nicht. Aber immer ein bisschen gemeiner und ein bisschen erbarmungsloser, als man vielleicht denkt. Aber das ist ja, glaube ich, nicht unüblich in solchen Spielen. Also die können durchaus anstrengend sein, wenn du da wirklich alles holen willst. Und die Bonus-Level sind halt schon halt überflüssig. Aber es ist ganz süß. Und es macht vor allen Dingen zu zweit Spaß in den Leveln, wo man auch zu zweit gut spielen kann. Aber es ist halt leider das gleiche, den gleichen Fluch, den jedes Yoshi's Island-Spiel seit dem 3DS-Teil hat. Die Verstecke von den Secrets. Ja, die sind teilweise ganz schön gemein. Die sind schon asozial. Du musst echt in jede Ecke einmal reinspringen, um sicherzugehen, dass da nichts ist. Ja, das stimmt. Also du musst da wirklich alles irgendwie kontrollieren oder halt mit Trickanstecker sofort reingehen. Also das haben sie im Original sehr viel besser gemacht. Kannst du das wegdrücken? Ich konnte es nämlich nicht. Oh. Ja. Aber immerhin ein bisschen was haben wir schon mal geholt. Danke fürs Spielen. Yay!
Geil. Der Boss-Pavillon. Nee, du. Okay. Müssen wir, wie gesagt, das Boss-Level jetzt leider nochmal machen. Wir wissen zumindest, wo die Wolle direkt ist. Also die fürs Rätsel, nenne ich es mal. Das ist ganz gut. Aber ich glaube, das eine, was uns fehlt noch zu finden, ist die eine Sache. Ich glaube, schwierig wird eher halt mit vollen Herzen dadurch zu kommen. Ich glaube, wenn du einfach... Wir können ja so machen, dass wir die beiden Checkpoints da vor dem Bowser einfach nicht aktivieren, sondern einfach dann auf einmal holen. Dann sind wir beide voll und du eist dich einfach. Ich würde sagen, das ist die Eiertaktik. So. Das wird jetzt ja wohl irgendwo im ersten Abschnitt sein. Ansonsten können wir Gracie fragen. Ich könnte einfach mir das hier nehmen. Dann können wir die ganzen Feuerbälle von Bowser Jr. auch nichts. Theoretisch. Dann kann ich allerhöchstens nur, wenn ich ihn reinspringe, Schaden nehmen. Die Sache ist, wenn sich jetzt herausstellt, dass das Wollknäuel in dem Bereich ist, wo wir halt legitim noch was hätten holen können, also da, wo die vier Statuen sind, dass wir halt da was verpasst haben und einfach dran vorbeigelaufen sind. Muss Gracie dann beim nächsten Besuch im Garten schlafen, weil sie nichts gesagt hat und uns einfach hat weiterlaufen lassen? Wir hätten so oder so nochmal rein. Ja, natürlich. Aber ja. Könnte alles man gut. Sich überlegen. Es ist aber auch immer so schön. Nee, es scrollt aber auch nicht weiter. Nee. Also ich glaube, in dem Fall hätte ich die Info aber tatsächlich genommen, von wegen, hey, ihr könnt das Wollknäuel sehr wohl noch holen, ihr müsst noch nicht weitergehen. Also Backseat Gaming, klar, von wegen, habt ihr da schon eine Ecke geguckt? Die Ecke sieht komisch aus oder so. Können wir uns da noch nicht bewegen? Moment, ich sprung weg. Ja. Aber ich glaube, in dem Fall, wenn es so gewesen wäre, hätte ich da die Info schon genommen. Aber wie gesagt, wir müssten ja sowieso noch mal rein. Und vielleicht ist es ja auch hier vorne irgendwo. Ja, Moment. Mal oben links will ich gleich noch mal kurz gucken. Aber sollte es da hinten sein, musst du trotzdem im Garten schlafen beim nächsten Mal. Aber es wird ja wohl nicht irgendwie hier unten irgendwo sein. Ja. Ich wollte gucken, okay? Okay. So, da. Brauchen wir auch, aber... Ja. Just healing. Oben irgendwo? Was, wenn ich es schreiben wollte und Jan schon weitergegangen wäre? Nee, das zählt nicht. Wir haben lang genug da gecampt. Dann immer noch Garten. Können wir noch ein bisschen warten? Ja, rechts war ja auch, glaube ich, noch. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl bei den Argumentationsversuchen, dass es sehr wohl da hinten irgendwo ist. Aber wie gesagt, wir müssen ja sowieso noch mal rein. Also ist es ja auch nicht schlimm. Und selbst wenn wir sonst alles gehabt hätten, kann man hier immer... Hier war echt nichts. Kann man immer noch sagen, du wolltest halt nichts vorwegnehmen. Also. Ja. Alles gut. Also muss es ja irgendwo hier sein. Ja. Lass mich mal. Lass mal das aktivieren. Wir könnten Gracie jetzt ihren absoluten Redemption-Arc geben, damit sie nicht im Garten schlafen muss und sie sagt uns, bei welcher Farbe das Knäuel ist. Ich würde hier links vermuten. Also ich habe schon eine Theorie. Wir können ja daraus trotzdem Gracies Redemption-Arc machen. Mhm. Sie muss sich in dem Fall nur davon redemption, dass sie zu langsam getippt hat. Ich würde behaupten, es ist da unten drin. Mhm. Weil ich glaube, das ganze Ding geht einmal gegen den Uhrzeigersinn. Und wenn man uns hier unten ein bisschen zu sehr beeilt. Ach ja, stimmt, ich bin ja immun gegen Feuer. Ich nicht! Wir haben uns hier wirklich einfach zu sehr beeilt. Junge, geh weg. Das ist jetzt
Heilung oder Heilung? Hier unten rechts aber auch, glaube ich, irgendwas. Die erste Blume? Ja. Es geht halt wirklich nur hier dann, aber ist ja nichts. Nee, kann zurück in die Röhre gehen. Okay. Das war deine Theorie. Ja, irgendwo da drin hätte ich jetzt gesagt. Oder halt in. Oder halt in dem Raum, dass wir es irgendwo übersehen haben. Hm. Bin hochgesprungen. Nö. Wir können aber einmal kurz zurück, um das Brot abzugeben. Ach, guck mal. Müssen wir abschießen? Wenn du nicht im Weg stehen würdest, ja. Das sah interessant aus. Nun. Aber Gracie hat es nicht geschrieben, also muss sie immer noch im Garten schlafen. Ich habe ihr jede Möglichkeit gegeben. Ich habe sie auch untersagt. Nein. Ich habe ihr gesagt, du kannst deiner Theorie folgen, sie kann es schon mal schreiben, damit sie nicht im Garten schlafen muss. Von daher gesehen, es tut mir leid. Silvester im Garten. Kriegst auch eine Decke. Okay, dann gehen wir jetzt eben mal schnell durch und holen den Rest. Du heilen oder willst du dich erst kaputt hauen und dann Heilung holen? Ach so, ja. Okay. Get it! Okay. Heal it! Run it! Ali einfach mit den besten Ideen. Aber das wäre ja unmenschlich gewesen. Weil so mit dem Garten weiß am wenigsten noch, dass ich Scherze mache. Aber wenn ich jetzt sage, du musst einfach in dem Raum mit Ali schlafen, könnten Leute ja glauben, dass ich das ernst meine. Und das wäre dann ja schon kritisch gewesen. Excuse me? Ich weiß nicht, irgendwie war ich gerade kurz dumm. Ach. Weil wir können eben kurz grün abgeben gehen. Mhm. Hattest du Rot schon abgegeben? Ja. Okay. So. Und wo Blau ist, wissen wir ja jetzt auch. Wahrscheinlich warst du noch so von meinem Monolog schockiert, Gracie, dass du das nicht mitbekommen hast. Aber keine Sorge, ich krieg hier die Hälfte auch nicht mit. Also. Jan ist immer so schnell mit Sachen. Hier unten. Aua. Moment, ganz rein. Nein, lass das. So, dann hier unten nochmal. Yes. Immerhin geht das Level sogar halbwegs schnell. Wenn man weiß, wo man hin muss, ja. Ich glaube, wenn wir jetzt noch einen Sticker oder so übersehen hätten, wäre ekliger gewesen. Und running. Das hat mich gerade in Sicherheit geschoben. Lass das. Nein, Hilfe! Hier, ich helfe dir. Hab mich gebonkt. Oh, bonk it. Willst du Heilung? Willst du hochfliegen einfach? Ja. Oh, Hilfe. Was wurde ich auch darunter geschoben? Moment. Hier. Ja. I came in like a woolly ball. No, you missed it. Mussten wir nicht hier hin? Doch. Aber du warst nicht auf dem woolly ball drauf. Ich brauche halt keinen woolly ball. Ich bin der woolly ball. Ach so. Was auch immer das bedeutet. Ich weiß es nicht. Das heißt, du eierst dich gleich? Ja, sobald ich halt voll bin. Aber ich glaube, noch bin ich nicht voll. Dann springe hoch zum Checkpointo. Sind wir beide voll. Mhm. Dann auf zu Belzer. Soll ich hier auch schon zum Ei werden, ruhig? Ja, für alle Fälle, falls
Kamek dich blöd erwischt. Wer würde denn so blöd in Kamek reinspringen? Ich. Wenn die Musik hier drin könnte auch so ein bisschen so PMD-Musik sein. Das hat so ein bisschen was vom verborgenen Land. Hilfe. PMD 2 Remake, when? Ich hätte halt echt Bock, das nochmal zu spielen, aber ich denke mir so, wenn ich das jetzt anfange zu spielen, dann kündigen sie vielleicht das Remake an. Das wäre halt auch irgendwie doof. Dann spielst du so, hast du so gerade, keine Ahnung, 3-4 Streams zu dem Original gemacht und dann kommt das Remake und denkst dir auch so, auch toll. Ich sagte spielen, nicht Stream. Ach so, wenn du meinst dann. So. Dann jetzt einfach nicht treffen lassen. Und du bist dann meine Emotional Support Egg. Ja. Und tschüss. Es ist schon halt ein bisschen gecheased. Ja. Die Sache ist, sein Feuer tut mir ja eigentlich nichts. Nein, ich kann ja einfach stehen bleiben. Zählt das auch für die Bosskämpfe? Ja. Oh ja. Praktisch. Die andere Sache mit PMD ist, ich könnte natürlich auch ein anderes spielen. Also nicht den ersten Teil, den haben wir ja erst gemacht, als das Remake kam. Aber es gäbe ja auch noch Portale und Super, aber die fand ich halt beide nicht so gut. Nicht so super? Ich weiß nicht, also Portale war an sich gar nicht so schlecht. Also ich fand halt, das Gameplay war halt ein bisschen fragwürdig ab und zu. Die Story fand ich eigentlich ganz süß. Und ich meine, es gibt Dumesel in dem Spiel. Aber Super war einfach super weirdes Pacing. Und random, ich habe Level 10 und dann hatten die Bosse Level 50. Ja, ich erinnere mich, das Brutalanda. Also Brutalanda und Iveltal. Aber Iveltal nicht in... In Super. Portale? Nee, ich meine in Super. Der Bosskampf, oder? Ich glaube in Super. Ich habe in Portale, oder? Aber der Bosskampf war auch einfach... Wobei, nee. Unfair. Portale hatte was anderes. Also, ja, ich weiß nicht. Es ist irgendwie... Aber das Gameplay war in Super echt gut. Ja, aber das Pacing war auch weird. Die ganze Story war einfach am Ende. So, dann wieder. Ja. Aggie! Deswegen ist, ich glaube, es sind keine schlechten Spiele, weder Portale noch Super. Aber ich glaube, Super ist wahrscheinlich auch auf jeden Fall noch mal besser als Portale. Aber es wird nie irgendwie mal was so gut sein wie 2. Deswegen brauche ich davon ein Remake. Erwischt. Du machst das ganz toll. Hören? Zu drehen? Vielleicht dreht er schon 30 Jahre lang am Rad. Wo wir gerade bei lang überfälligen Remakes sind. Ich bin fast gestorben. Das wäre nicht so gut gewesen. Sieht er mich nicht? Ja, nur Seite rum. Dauert jetzt natürlich nur ein bisschen länger, weil du alles alleine abwerfen musst. Aber ja, Colosseum und XD Remake. Ist getroffen? Ich glaube, es ist nur noch eins da. Oder irgendwann mal hier Colosseum XD Randomizer machen. Man kann die Spiele ja nicht unendlich oft einfach spielen. Aber so haben wir sie bisher noch nichts gespielt, also könnten wir das schon machen. Theoretisch. Nice. Sehr gut. Good job. Hier hast du noch was fürs Thumbnail. Ja. Geil. Und dann bleibt jetzt nur noch das eine letzte Bonus-Level. Und wir erinnern uns, Bonus-Level haben keine Checkpoints. Ja. Und sind nicht darauf ausgelegt, zu zweit gespielt zu werden, weil das alles Scrolling-Level sind. Ja. Du müsstest den jetzt nehmen, ne? Ja, wie passend dann. Comeback und Bowser. Ja,